Schreibtischtäter. Ich arbeite gerade mit Papyrus Autor und da kann man wunderbar im Text Passagen mit einer Datenbank verknüpfen. Wenn ich nicht mehr weiß, wer die kleine ältere Dame war, kann ich einfach darauf klicken und dann sehe ich hier, ach, Agathe Krostitz und alles Mögliche, was ich da noch an Datensätzen eingegeben habe. Meistens arbeite ich mit umfangreichen Manuskripten bei Papyrus Autor, weil ich da hier so eine sehr schöne Inhaltsangabe bekomme, also eine Gliederung und entsprechend eine bessere Übersicht habe. Arbeiten tue ich dann oft in Word, weil mir manche Einstellungen hier zu kompliziert sind. Zum Beispiel macht dieses Programm immer französische Anführungszeichen und ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich die loswerde. Und das stört natürlich die ganze Sache, weil ich muss das ja in Word an die Lektoren schicken und da muss ich vorher umformatieren und das nervt ein bisschen. So. Ich habe sowas dann gerne in Papierform, weil ich dann besser noch irgendwas einfügen kann und mir Gedanken machen kann. Das kriege ich nicht unbedingt immer hin, wenn ich auf den Rechner starre. Jetzt kann man leider dieses Inhaltsverzeichnis nicht ausdrucken. Also mache ich Trick 17 mit Anlauf. Das dauert zwar eine Weile, aber dann drucke ich das aus und kann dann zur Not die Schnipsel verschieben. Das finde ich immer ganz praktisch. Ich schreibe dann grundsätzlich erstmal alles auf, so schnell es geht, und überarbeitet wird dann später. Wenn ich was nicht weiß, mache ich drei Kreuze, damit ich es leichter wiederfinde. Schreibtischtäter.